Hallo an alle. Ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Kampfpanzer sind vielseitige gepanzerte Fahrzeuge, die für eine Vielzahl von Aufgaben auf dem modernen Schlachtfeld konzipiert sind. Panzer eignen sich hervorragend für die direkte Feuerunterstützung von Bodentruppen. Ausgestattet mit leistungsstarken Kanonen und fortschrittlichen Feuerleitsystemen, bekämpfen und neutralisieren sie feindliche gepanzerte Fahrzeuge, Befestigungen und Infanteriestellungen. Die Panzer sind stark gepanzert und bieten ihrer Besatzung erheblichen Schutz vor Handfeuerwaffen, Artilleriegranaten und Panzerabwehrwaffen. Sie haben oft die Aufgabe, gepanzerte Verbände anzuführen und feindliches Feuer abzufangen. Heute werden wir euch die 8 neuesten und interessantesten Kampfpanzer der Welt vorstellen. Leclerc XLR. Der Leclerc Scorpion oder XLR ist eine modernisierte Version des französischen Kampfpanzers Leclerc, der von der französischen Firma Nexter Systems entwickelt und hergestellt wurde. Der Leclerc XLR behält die ursprüngliche Hauptbewaffnung des Standard Leclerc bei, die aus einer Giat 120mm Glattrohrkanone vom Kaliber 52 mit der Bezeichnung CN12026 besteht. Auf dem Dach des Turms befindet sich nun eine ferngesteuerte Waffenstation der belgischen Firma FN Herstal, die einem 7,62mm Maschinengewehr bestückt ist. Der Leclerc Scorpion wird mit einem neuen Panzerungspaket aufgerüstet, das zusätzliche modulare Panzerungen an der Wanne und am Turm umfasst. Es wird ein Gefechtsgewicht von 57.000 Kilogramm haben und eine Länge von 9,87 Meter vor der Kanone, eine Breite von 3,71 Meter und eine Höhe von 2,53 auf dem Turmdach. Er kann eine Höchstgeschwindigkeit von 72 Stundenkilometer auf der Straße und 50 Stundenkilometer im Gelände fahren und hat eine maximale Reichweite von 615 Kilometer. Er kann ein senkrechtes Hindernis von maximal 1,25, eine Steigung von 60%, einen Rutschhang von 30% und einen Graben von maximal 3 Meter überwinden. FMBT. Der FMBT, der auch als Arion MK2, Next Generation Main Battle Tank, NGMBT oder Future MBT bezeichnet wird, ist ein von der DRDO für die indische Armee entwickelter Kampfpanzer. Der FMBT soll wesentlich leichter sein als die Arion-Varianten und zusätzlich zum Hauptgeschütz mit fortschrittlichen elektrooptischen Zielsystemen und möglicherweise einem Hochleistungs-Laser-Waffensystem ausgestattet werden. Typ und Kaliber des Hauptgeschützes stehen noch nicht fest, aber nach Angaben der DRDO wird der FMBT über ein Hauptgeschütz verfügen, das in der Lage ist, Hochgeschwindigkeitsgeschosse auf eine größere Entfernung abzufeuern. Der FMBT ist als Ersatz für die T-72-Flotte der indischen Armee vorgesehen und wird ein 50-Tonnen-Panzer sein, der von einem einheimischen Motor mit 1500 oder 1800 PS und einem automatischen Getriebesystem angetrieben wird, das unter dem Namen Bharat Powerpack bekannt ist. Der geplante FMBT wird modular aufgebaut sein, um neue Technologien aufzunehmen zu können. Schon früh in der Konzeptphase wurde beschlossen, mit der Entwicklung des FMBT erst nach der Fertigstellung des Arion MK1A, zuvor Arion MK2 bezeichnet, zu beginnen. Altay. Der Altay ist der Kampfpanzer der dritten Generation plus der türkischen Republik. Er ist der erste nationale Panzer, der für das türkische Landstreitkräftekommando entwickelt wurde. Die Auslieferung der ersten Altay-Panzer an die türkische Armee begann im Jahr 2023. Die Hauptbewaffnung des Altay besteht aus einer Glattrohrkanone des Kalibers 120mm 55, die für verschiedene Munitionsarten geeignet ist. Der Panzer ist in der Lage, bewegliche Ziele mit einer sehr hohen Trefferwahrscheinlichkeit im ersten Schuss zu beschießen. Er hat eine Reichweite von 8 Kilometern. Mit einer vierköpfigen Besatzung, Panzerkommandant, Richtschütze, Lader und Fahrer wiegt er 65 Tonnen. Dank seines Aufhängungssystems verfügt er über eine hervorragende Manövrierfähigkeit. Dank der neuen Computertechnologie soll das Feuerleitsystem den Standardpanzern überlegen sein. Außerdem wird der Altay mit dem von Aselsan entwickelten aktiven Schutzsystem AKKOR ausgestattet sein.
Neben der Panzerung des Panzers sind auch aktive Schutzsysteme gegen Panzerabwehrwaffen wichtig. AKKOR schafft einen 360-Grad-Schutzschild und kann mit einem Hightech-Radar ankommende Raketen oder Panzerabwehrraketen schnell erkennen. Panther KF-51. Der KF-51, auch Panther genannt, ist die neueste Generation von Kampfpanzern, die von der deutschen Firma Rheinmetall entworfen und entwickelt wurde. Nach Angaben von Rheinmetall-Ingenieuren wird der KF-51 Panther auf den Schlachtfeldern der Zukunft eine neue Rolle spielen. Er stellt das neue Konzept des Kampfpanzers in Bezug auf Tödlichkeit, Schutz, Aufklärung, Vernetzung und Mobilität dar. Die tiefe Integration moderner Gefechtsführungssysteme und softwaredefinierter Kommunikationssysteme ermöglicht es den Streitkräften, in kooperativen Kampfumgebungen zu operieren, zum Beispiel durch plattformübergreifende Sensorschützenverbindungen. Der Panzer integriert auch unbemannte Luftfahrzeuge, wie zum Beispiel Bord- oder Offboard-Drohnen, herumliegende Munition und eine Reihe von unbemannten Bodenfahrzeugen. Der KF-51 Panther ist mit einem Rheinmetall Future Gun System ausgestattet, das aus einer 130mm Glattrohrkanone und einem vollautomatischen Munitionsfördersystem mit 20 schussbereiten Munitionen in zwei separaten Lademagazinen mit je 10 Schuss besteht. Dank des automatischen Ladesystems können zwei Schüsse in weniger als 3 Sekunden abgefeuert werden. Der KF-51 Panther verfügt über ein voll integriertes, umfassendes und gewichtsoptimiertes Schutzkonzept, das aktive, reaktive und passive Schutztechnologien beinhaltet. Der KF-51 Panther hat ein Einsatzgewicht von nur 59 Tonnen und bietet eine weitaus größere Mobilität als andere vergleichbare Kampffahrzeuge. Abrams X. Die Militärlandschaft der Vereinigten Staaten erlebte eine bedeutende Revolution, als General Dynamics Land Systems auf der Verteidigungsmesse der Association of United States Army im September 2022 den Abrams X Main Battle Tank vorstellte. Der Abrams X ist nicht nur eine Weiterentwicklung des legendären Abrams Panzers, sondern stellt einen bahnbrechenden Sprung in die Zukunft der Panzerkriegsführung dar. Ausgestattet mit Technologie der nächsten Generation und innovativen Merkmalen ist dieser Panzer darauf ausgelegt, sich auf dem modernen Schlachtfeld mit Agilität und überlegener Feuerkraft zu bewegen und neue Maßstäbe für die Militärtechnologie zu setzen. Das Geheimnis hinter dem hochmodernen Design des Abrams X liegt in seinem Schwerpunkt auf Mobilität, Verteidigung und leistungsstarker Bewaffnung. Ausgestattet mit einer 120mm Kanone der neuen Generation, der XM360, kann der Panzer eine Reihe moderner Munition abfeuern, darunter Midrange-Munition, Advanced Multipurpose und Advanced Kinetic Energy Granaten. Ein automatisches Ladesystem, das erstmals bei einem Abrams-Panzer zum Einsatz kommt, optimiert die Effizienz und Sicherheit, sodass sich die dreiköpfige Besatzung auf andere wichtige Aufgaben konzentrieren kann. Ein weiterer einzigartiger Aspekt des Abrams X ist sein innovatives Hybrid-Powerpack. Was den Schutz betrifft, so besticht der Abrams X durch seine überlegene Panzerung, die aus fortschrittlichen Materialien besteht, die einen besseren Schutz gegen feindliches Feuer und Sprengstoffangriffe bieten. Darüber hinaus verfügt er über ein aktives Schutzsystem und ein automatisches Munitionshandhabungssystem, das für die optimale Sicherheit der Besatzung sorgt. Challenger 3. Der Challenger 3 ist ein neuer britischer Kampfpanzer, der von Rheinmetall BAE Systems Land entwickelt und konstruiert wurde. Rheinmetall BAE Systems Land ist ein Gemeinschaftsunternehmen der britischen BAE Systems und der deutschen Rheinmetall AG, das sich mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Support von Militärfahrzeugen beschäftigt. Der erste Challenger 3 soll bis 2030 bei der britischen Armee in Dienst gestellt werden. Der Challenger 3 soll in den kommenden Jahrzehnten das Rückgrat der gepanzerten Streitkräfte der britischen Armee bilden und die alternde Challenger 2 Panzerflotte ersetzen. Der Challenger 3 verfügt über eine generische Fahrzeugarchitektur und neue digitale Besatzungsstation. Er wird ein zulässiges Gesamtgewicht von 66 Tonnen haben. Das ist eine Tonne mehr als bei seinem Vorgänger. Der Challenger 3 wird mit der neuesten Generation der 120mm Glattrohrkanone L55A1 von Rheinmetall ausgerüstet. Die Kanone gilt als Schlüsselupgrade für den Challenger 3, da sie die Genauigkeit, Durchschlagskraft und Tötungswirkung erhöht
und den Panzer an die Spitze der von den NATO-Mitgliedstaaten eingesetzten Panzern stellt. Die neue Turmstruktur und die Panzerung des Panzers sollen einen besseren Schutz für die Besatzung bieten. Challenger 3 wird auch mit einem Laserwarnsystem und einem aktiven Schutzsystem ausgestattet sein. IMBT. Das französische Unternehmen Nexter und der deutsche Hersteller Krauss-Maffei Wegmann haben das Konzept eines neuen europäischen Kampfpanzers vorgestellt. Er wird im Rahmen des Programms Enhanced Main Battle Tank entwickelt. Das neue Kampffahrzeug wird die Mobilität des deutschen Panzers Leopard 2A7 und die Feuerkraft des französischen Leclerc erhalten. Die Triebswerkleistung wird nach vorläufigen Angaben 1500 PS betragen. Der Panzer wird auf der Autobahn eine Geschwindigkeit von 65 Stundenkilometern erreichen können. Die maximale Reichweite beträgt 460 Kilometer. Sein Gewicht beträgt 61,5 Tonnen. Der Panzer ist mit einer 120 mm L52 Kanone mit insgesamt 22 Schuss ausgestattet. Am Heck befindet sich ein Kampfmodul, in dem eine 30 mm Kanone ARX-30 zur Zerstörung von Flugobjekten installiert ist. Der neue europäische Panzer ist mit dem dynamischen Schutzsystem Trophy APS und dem Warnsystem ELOS LWS ausgestattet, das die Besatzung vor Laserstrahlung auf das Kampffahrzeug warnt. Der Turm des EMBT wurde so konzipiert, dass er das neue Ascalon-Geschütz und Munitionskonzept integrieren kann, das aus einer neuen Generation von 140 mm Waffensystemen besteht. Leopard 2A8. Der Leopard 2A8 ist die neueste verbesserte Version des altehrwürdigen deutschen Kampfpanzers Leopard 2. Die deutschen Streitkräfte erwägen, im Jahr 2023 eine Erstbestellung von 18 Leopard 2A8 Panzern zu tätigen. Nach ihrer Indienststellung würden die neuen Panzer die 18 deutschen Leopard 2A6 Panzer ersetzen, die der Ukraine geschenkt wurden. Die neuen Panzer könnten im Jahr 2025 bei der Bundeswehr in Dienst gestellt werden. Der Leopard 2A8 wird zu den besten Kampfpanzern der Welt gehören. Es war geplant, dass die neuen Leopard 2A8 Panzer für das deutsche Heer neu gebaut werden und nicht aus bestehenden Wannen nachgerüstet werden. Diese werden mit dem aktiven Schutzsystem Trophy ausgestattet sein. Außerdem werden sie mit einem neuen Motor ausgestattet. Der Leopard 2A8 verwendet eine Rheinmetall 120 mm L55 Glattrohrkanone. Sie ist mit der gesamten Standard NATO 120 mm Panzermunition kompatibel. Er kann auch programmierbare HE-Munition DM11 verwenden. Diese programmierbare Mehrzweckmunition ermöglicht die Bekämpfung von Zielen hinter Deckungen und in Gebäuden, ist aber auch gegen gepanzerte Fahrzeuge wirksam. Berichten zufolge verfügt der Panzer über ein neues Situationserkennungssystem. Einige Quellen berichten von einem 360-Grad-Sichtsystem im Inneren der Wanne. Das Gefechtsfeldmanagementsystem wurde ebenfalls verbessert. Das war's, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welcher der Panzer euch am besten gefallen hat. Klickt auch auf den Gefällt mir-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen interessanten Videos verpasst.